Meine Damen und Herren, schnallen sich an und halten ihr Löschwasser bereit. Denn nun kommt er auch schon, der sympathische Pyromane aus Köln, der Streichholzkopf der guten Laune. Hier ist Johann König! Vielen herzlichen Dank, einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen hier in Duisburg. In Duisburg, hier in dieser wunderschönen, einzigartigen, hochmodernen, doppelstöckigen, puffrot gepolsterten Klappstuhlarena. Ehrlich, Leute, ich habe noch nicht viel gesehen von Duisburg, aber das habt ihr hier schön hingekriegt. Herzlichen Glückwunsch. Ja, Leute, was geht ab? Mein Name heißt Johann König. Das sage ich erstmal zu Beginn, das sage ich immer zu Beginn, einfach für diejenigen, die mich noch nicht kennen. Ich bin Entertainer im Bereich Humor. Ich mache Humor-Entertainment, introvertiertes Humor-Entertainment im extravaganten Premium-Bereich. Und ich freue mich, ja, das möchte ich direkt zu Beginn schon mal festhalten. Ich freue mich. Ich freue mich. Leute, darf ich ganz ehrlich sein? Ich freue mich jetzt schon auf 10:30. Da ist Feierabend. Aber keine Sorge, Leute, keine Sorge. Bis dahin arbeite ich natürlich sehr, sehr gerne für euch. Ich arbeite generell sehr, sehr gerne. Da habe ich einfach Glück gehabt. Viele Leute arbeiten generell nicht gerne. Ich arbeite generell sehr gerne. Generell arbeite ich sehr gerne. Ich arbeite generell sehr, sehr gerne. Das muss man sich einfach nur immer wieder sagen. Ich hatte vor ungefähr 3 Jahren, da hatte ich ein Jahr, da habe ich kaum gearbeitet, das war 2012. 2012 habe ich eine Tourpause gemacht, ein Jahr Tourpause habe ich da gemacht als Burnout-Prophylaxe. Burnout-Prophylaxe war bei mir damals nötig, denn ich hatte damals ganz, ganz leichte Burnout-Anzeichen. Ich hatte zum Beispiel an einer Stelle unter der Haut ein Kribbeln und da habe ich gedacht, das ist ein Warnschuss. Da habe ich sofort gedacht, oh, wenn das mal nicht schlimmer wird, ja. Das Kribbeln war hinten, ja. Das war ja die Scheiße. Das Kribbeln war hinten, wo man so schwer drankommt, in der Kniekehle hinten. Ganz plötzlich hatte ich in der Kniekehle ein Kribbeln. Ganz plötzlich war es da. Ich habe am Schreibtisch gesessen, ganz normal. Am Schreibtisch gesessen, dann habe ich aus dem Fenster geguckt, ganz normal, eine Dreiviertelstunde aus dem Fenster geguckt, dann habe ich wieder reingeguckt, zack, war das Kribbeln da. Da habe ich gedacht, das darf jetzt nicht wahr sein, ausgerechnet jetzt, wo ich so schön am Schreibtisch sitze. Da habe ich gewusst, ich muss die Reißleine ziehen, ja. Da habe ich zu mir gesagt, Johann, wenn du in dem Tempo weiterarbeitest, dann fährst du vor die Hunde, ja? Es ist doch so, wie schnell wird aus einem harmlosen Kribbeln ein Ziepen? Und dann ein Stechen und ein Jucken und dann hast du dein Leben lang die Krätze.
Ich habe auf jeden Fall sehr, sehr viel gelernt aus dieser Erfahrung. Ich lasse es heute sehr, sehr viel ruhiger angehen. Heute mache ich sehr oft viel gar nichts. Und das tut mir sehr gut. Das kann ich nur empfehlen. Ja, man kann am Tag so viel gar nichts machen. Das ist einem oft gar nicht bewusst. Ja. Natürlich mache ich nicht nur nichts. Ja, ich mache auch viel. Das ist natürlich auch klar. Das fängt morgens oft an. Ich sitze oft morgens noch im Schlafanzug am Fenster und frühstücke und gucke raus aus dem Fenster und gucke einfach, wie draußen die Leute zur Arbeit laufen. Und ja, und versuche ihnen aber auch Mut zu machen. Dazu halte ich oft selbst beschriebene Pappen an die Scheibe. Da habe ich drauf geschrieben, haut rein, Leute. Oder ich denke an euch. Oder eure Arbeit, die macht Sinn. Ich leg mich gleich wieder hin. Einmal habe ich geschrieben, kommt ihr wieder gleich um 4, dann sitze ich noch immer hier. Es kam auch sehr gut an draußen. Ich versuche natürlich immer auch mein Mitgefühl zu zeigen, wenn ich da am Fenster sitze. Ich habe großes Mitgefühl, gerade mit Leuten, die früh morgens zur Arbeit gehen, habe ich größtes Mitgefühl. Das versuche ich natürlich auch zu zeigen. Wenn es draußen sehr, sehr kalt ist, morgens, ja, dann klopfe ich oft von innen einfach mal laut an die Scheibe. Und wenn derjenige, der vorbeiläuft, dann zu mir reinguckt, dann mache ich immer so. Einfach damit er weiß, dass ich weiß, dass es draußen kalt ist. Diese Memme. Ich habe wirklich großes Mitgefühl, wenn ich da sitze. Und manchmal ist dieses Mitgefühl so groß, dass es für mich selber fast schon ein bisschen eklig ist. Ja? Am fiesesten ist dieses Mitgefühl immer in den Momenten, wenn ich Hundebesitzer dabei beobachte, wie sie ihre komplette Hand in ein dünnes Plastiktütchen stecken, sich dann bücken und in aller Sorgfalt den warmen Kot ihres Köters einsammeln. Leute, ich finde das super, dass sie das machen, ja? Aber nicht, wenn ich frühstücke. Wenn ich das sehe, dann fühle ich immer so mit denen mit, dass ich mir danach selber die Hände waschen muss. Wenn ich einem solchen Menschen direkt nach dem Zubinden des Kackbeutels die Hand geben müsste, dann würde ich mich sofort übergeben. Und für diesen Fall habe auch ich immer ein dünnes Plastiktütchen dabei. Ja, ich helfe ein bisschen mit heute Abend. Es ist so, ich habe heute Abend auch Reaktionen eingeplant. An bestimmten Stellen, an der gerade zum Beispiel. Und wenn die Reaktion dann nicht in der erhofften Qualität kommt, dann kann ich so ein bisschen nachsteuern. Ja? Ich habe mir einen kleinen Apparat mitgebracht mit verschiedenen Belachungen. Die Show ist teilweise belacht, könnte man sagen. Ich zeige euch mit den Belachungen dann auch so, was ich witzig fand. Ja, ich will euch auch entlasten mit dem Gerät. Ihr seid auch alle Burnout gefährdet. Und dieser Druck, immer zu lachen und zu klatschen, das ist auch furchtbar, oder nicht? Leute, braucht ihr alles nicht. Entspannt euch, lehnt euch zurück. Ehrlich, ich habe genug Applaus da drauf. Aber dass der Apparat so früh schon zum Einsatz kommt, das ist echt schon nicht.
Vielen Dank. Ich möchte zur Aufheiterung ein kleines Gedicht beisteuern. Es ist ein Gedicht über einen Mann und eine Frau. Der Mann heißt Klaus, die Frau nicht. Und das ist jetzt witzig, oder was? Also, Ruhe jetzt. Der Mann heißt Frau Klaus. Naja. deswegen. Der Mann heißt Klaus, die Frau nicht. Habe ich schon mal gesagt, das sage ich nachher nochmal. Darum geht es aber gar nicht. Es geht darum, die Frau hat Angst vor dem Klaus. Darum geht es in dem Gedicht. Die Frau hat Angst vor dem Klaus. Ja, immer wenn sie den Klaus sieht, denkt sie, oh, da habe ich Angst vor. Darum geht es in dem Gedicht, ja, um diese Angst vor dem Klaus. Und das Gedicht heißt Mann, Klaus, Frau Angst. Geht beides, naja. Okay, Mann, Klaus, Frau Angst. Meine Angst vor Klaus, die ist groß wie nie. Darum ist es jetzt aus, ich habe Klaustrophobie. Vielen Dank, sehr schön, super, Klaustrophobie, die Angst vor Klaus. Hammer, ehrlich Leute, als mir das eingefallen ist vor ein paar Jahren, da habe ich sofort gedacht, Johann, das kannst du nicht bringen. Ja, und dann habe ich doch gebracht und heute ist es ein Eckpfeiler des Programms. Man muss es oft einfach nur machen, ja, das ist eigentlich mein Thema, man muss es oft machen, auch wenn man, während man das macht, schon denkt, oh, das macht man aber nicht. Aber man muss es machen. Ich denke das ja sehr oft, dass man das nicht macht, aber dann mache ich es aber doch, ja. Das habe ich neulich wieder gedacht, da bin ich mit unserem 3000 PS Geländewagen, bin ich die 100 Meter zum Bio-Supermarkt um die Ecke gefahren. Ja, und da habe ich auch ganz kurz gesagt, ja, das machen wir eigentlich nicht. Ne? Ich fahre eigentlich nie mit dem Wagen die 100 Meter zum Bio-Supermarkt. Ja? Also nicht mit dem Wagen. Ja, dafür haben wir ja extra den Drittwagen. Ganz speziell für die Strecken bis 100 Meter. Aber auch diese Strecke fahre ich nur sehr selten mit dem Auto. Eigentlich nie. Es sei denn, es regnet sehr doll oder es schneit sehr doll oder der Wind ist sehr doll. Oder wenn es zeitlich nicht anders geht oder wenn ich sehr, sehr viel einkaufen muss. Oder so wie in diesem Fall, wenn ich einfach keinen Bock habe zu laufen. Auf jeden Fall hatte ich Glück, ein Parkplatz wurde frei. Vor dem Bio-Supermarkt wurde ein Parkplatz frei. Direkt zwischen Behindertenparkplatz und Frauenparkplatz. Wobei ich diesen Unterschied noch nie verstanden habe. Scheiße. Ich habe noch gedacht, Johann, mach es nicht, aber dann... Nein, aber das habt ihr, glaube ich, auch jetzt in den falschen Hals. Ich habe ja... Oder das habe ich ja so auch nicht wirklich gemeint. Was ich meinte, war ja... Ich meinte ja, für mich ist es kein Unterschied. So. Das meinte ich eigentlich, aber das macht es auch nicht besser. Nein, Leute, missversteht mich nicht falsch. Was ich meinte war... Wenn ich einen Parkplatz suche, ja, in dem Moment ist es mir egal, wegen welcher Randgruppe ich da nicht parken darf. oh Gott, wie lange haben wir noch? Naja. Okay, ich versuche es nochmal weiter. Auf jeden Fall, es wurde also ein Parkplatz frei zwischen diesen beiden Parkplätzen. Ich habe mich mit meinem Wagen da drauf gestellt
und bin reingegangen. Bei uns der Bio-Supermarkt, der wirbt damit, dass er viele Produkte aus der Region anbietet. Da steht draußen ganz groß dran, viele Produkte aus der Region. Drin steht es auch nochmal dran, Produkte aus der Region. Ich bin reingegangen und als allererstes habe ich einfach mal ein Kilo Bananen gekauft. Bananen aus der Region natürlich. Aus der Region Südamerika. Ja, mein Gott, ist auch eine Region. Wie auch immer, auf jeden Fall sind diese Bananen fair gehandelt, ja? Und das ist in dem Fall für mich das Entscheidende. Das sind fair gehandelte Bananen. Und das heißt, ich als Endverbraucher kriege vom Hersteller die Garantie, also vom Biosupermarkt im Grunde. Der Biosupermarkt bekommt stellvertretend für mich Was weiß ich, Leute? Jetzt guckt doch nicht so. Also, wir machen es mal von dem unten, von dem Bananenfritzen aus. Der Bananenfritze gibt also der Zwischenhändler, der Zulieferer von dem Bananenheini, der Subunternehmer von dem Zulieferer des Zwischenhändlers, ja, der gibt dem der gibt erstmal dem Frachtschiffkapitän die Garantie, die beglaubigte Garantie natürlich, die vom Smoocher beglaubigte Garantie darüber, dass in Südamerika auf den Plantagen, dass da wirklich alle Kinder vernünftig bezahlt werden. Ja, und diese Zusammenhänge, ja, die sind mir persönlich einfach total wichtig. Ja, dass ich einfach weiß, von dem Geld, das ich mehr bezahle, von dem Geld kriegen die da unten eine warme Mahlzeit oder aber zumindest genügend Bananen. Diese Bananen sind jetzt also fair gehandelt, aber aufgrund ihrer weiten Anreise ist es relativ fraglich, ob man sie noch Bio-Bananen nennen kann. Diese Bananen haben eine relativ schlechte CO2-Bilanz aufgrund der weiten Anreise. Diese Bananen sind hinsichtlich ihrer CO2-Bilanz von einem vielfliegenden Mallorca-Urlauber im Grunde kaum zu unterscheiden. Aber auf Mallorca gibt es ja nun mal keine Bananen. Versteht? Nicht klatschen, wenn er nicht versteht. Nein. Versteht, dann könnte der immer welche mitbringen, wenn der Esauf hinfliegt, symbolisch gesehen. Dann wäre immer ein Weg gespart. So. Ja, das ist viel zu spät jetzt. Damit das nicht auffällt, muss das viel flüssiger werden. Naja. So, wo war ich stehen geblieben? Ich glaube, hier in der Mitte. Also, ich fasse jetzt nochmal zusammen. Der Biosupermarkt, also ich bekomme vom Biosupermarkt die Gewähr dafür, dass da unten alles mit rechten Dingen zugeht. Im Gegenzug bekommt der Plantagenbesitzer vom Biosupermarkt das Gewähr, um die Kinder in Schach zu halten. So, Bananen hatte ich also, dann habe ich weitergekauft. Was habe ich noch gekauft? Äpfel, und zwar Boskop. Ich kaufe, wenn ich Äpfel kaufe, am liebsten Boskop ein. Boskop ist einfach ein schönes deutsches poetisches Wort. Boskop!
Boskop aus der Region natürlich, Boskop vom Bio-Bauern aus Bielefeld. Einfach mal eine Alliteration eingebaut. Ich alter Fuchs. Boskop. Beim Apfelkauf achte ich immer darauf, dass ich die Äpfel lose einkaufe. Lose heißt ohne dieses dünne Plastiktragetütchen. Diese dünnen Plastiktütchen, wo das Obst reinkommt, die sind ganz, ganz schlecht für die Umwelt. Außerdem habe ich immer Sorge, dass da vorher schon mal ein Hund reingemacht hat. Man sollte aber wirklich verzichten auf diese Tütchen, die sind ganz, ganz übel, die verrotten kaum, die landen alle irgendwann im Meer und schwimmen da rum, dann kommt irgendein Fisch an und isst die auf, kurze Zeit später ist dieser Fisch bedroht, dann darf ich wieder die und die Fischart nicht essen und da habe ich keinen Bock drauf. Also verzichte ich lieber im Supermarkt auf das Plastiktütchen, schränke mich dadurch natürlich auch ganz bewusst ein Stück weit ein. Im Tragekomfort? Ja, und beim Fischhändler fresse ich mich dann aber auch durch die bedrohten Arten, ja? Das habe ich mir dann noch verdient, oder nicht? Spackenverein. So, Bananen hatte ich, Boskop hatte ich. Dann habe ich weiter gekauft. Was habe ich noch gekauft? Dann habe ich noch Birnen gekauft. Basmati-Reis, Basilikum, Bier, Brot und Butter. Ich sollte nur Sachen mit B einkaufen. Dann noch Paprika? Pilze und Pizza und Butenbrust natürlich. Butenbrust. Butenbrust. Ja, hat sogar zwei B. Butenbrust, also Fleisch generell, kaufe ich ausschließlich im Bio-Supermarkt. Da habe ich einfach ein besseres Gewissen, weil ich da weiß, da werden die Tiere von Anfang an gestreichelt und verhätschelt und danach artgerecht umgebracht. Also mit Pfeil und Bogen. Darum sind die auch so teuer, weil die oft noch daneben schießen. Diese Bio-Indianer. So, irgendwann hatte ich dann alles, bin rausgegangen aus dem Bio-Supermarkt und ich weiß auch nicht, als ich da rausgegangen bin, ich weiß nicht wieso, ich war irgendwie so ein bisschen aggro. Ich weiß nicht warum, ich war im Grunde völlig ohne Grund, war ich so ein ganz bisschen aggro. Und dann bin ich zu meinem Wagen gegangen und dann habe ich gesehen, mein Wagen war zugeparkt. Dahinter stand ein anderes Auto, daneben stand eine Frau mit rötlichen Haaren, habe ich gedacht, alles klar. Eine Hexe. So, und dann hab ich zu ihr gesagt, ja, was ist das denn hier? Und dann hat sie gesagt, ja, das ist mein Wagen. Und dann habe ich gesagt, ja, das sehe ich, dann fahre weg! Da hat sie gesagt, geht nicht. Da habe ich gefragt, warum denn nicht? Dann hat sie gesagt, ja, ist ein Elektroauto. Dann habe ich gesagt, ja und? Dann hat sie gesagt, ja, ist alle. Dann habe ich gesagt, ja, dann laden voll oder tanken voll oder laden auf oder wie heißt das überhaupt bei euch? Macht neue Batterien rein. Schütt Saft in den Auspuff, aber mach was!
hat sie gesagt, geht nicht. Dann habe ich gefragt, warum denn nicht? Dann hat sie gesagt, ja, weil Sie vor der Steckdose stehen. Da hat sie zu mir gesagt, ich stünde mit meinem bescheidenen Geländewagen auf dem Elektroparkplatz genau vor der Säule mit der Steckdose. Da habe ich zu ihr gesagt, pass bloß auf, Hexe. Verarschen kann ich mich alleine. Ja, aber sie hatte recht. Ich stand tatsächlich auf dem neuen Elektroparkplatz, genau vor der Säule mit der Steckdose. Wir haben daraufhin ihren Wagen weggeschoben. Ich bin rausgefahren, haben wir ihren reingeschoben. Sie konnte dann auftanken. Ich habe dann noch zu ihr gesagt, das ist aber hoffentlich Ökostrom, den Sie da tanken. Hat sie gesagt, ja, ist es. Habe ich gefragt, ja und, was heißt das? Können Sie nur tanken, wenn der Wind weht oder was? Da hat sie gesagt, ja genau, und nur starten, wenn der Blitz einschlägt. Und in dem Moment, als sie das gesagt hatte, da haben wir beide so gelacht. Das war total schön. Wir haben so gelacht miteinander, das war wirklich irre. Das kann man sich nüchtern überhaupt nicht vorstellen. Wir haben uns so beömmelt, ich habe sie sofort gefragt, ob sie mit mir was essen geht. Daraufhin sagte sie, nein, sie würde gleich nach Mallorca fliegen. Da habe ich gesagt, ja, dann bring noch ein paar Bananen mit. Gar nicht für. Ich finde ökologisches Bewusstsein generell sehr wichtig. Ich glaube, die Elektroautos sind die Zukunft. Der Elektroautobranche. Auch unsere Katze bekommt ausschließlich Biofutter. Das heißt, sie bekommt nur Futter mit Fleisch von freilaufenden Mäusen. Unsere Katze Hector Pascal hat damit aber... Ja, so heißt sie nun mal, Hector Pascal. Ein Doppelname, Hector Pascal. Zusammen Hector Pascal. Sein Spitzname ist Luftdruck, aber darauf hört er nicht. Wir haben es oft versucht, aber auf Luftdruck, er wirklich gar nicht. Ich glaube, er rafft es auch gar nicht. Ne? Er ist ein bisschen schwachsinnig, naja. Auf jeden Fall hat dieser Hector Pascal mit dem Biofutter keine Probleme. Er hat ganz andere Probleme und ich habe über eines seiner Probleme ein Lied geschrieben. Mir ist das Problem aufgefallen, nachdem er heftigst begann zu niesen. Ich habe ihm daraufhin geholfen bei seinem Problem, so wie ich ihm immer bei seinem Problem helfe, so habe ich ihm auch in diesem Fall bei seinem Problem geholfen. Das Lied heißt, wie ich mal Hector Pascal bei einem seiner Probleme geholfen habe. So kann man die Zeit auch umkriegen. So, das Lied beginnt, ich muss ganz kurz gucken, das Lied beginnt hier mit diesem hier. Das ist die 6.
Dann kommt die 7, dann die 4. Ich habe mir die Reihenfolge hier notiert. Es ist ja so, Noten sind ja eigentlich wie Zahlen. Ja, so ist es. Ich habe auch gedacht, da kommt noch ein bisschen, aber nein, was ich meine ist, Noten sind eigentlich wie Zahlen, aber eben als Noten. Aber vom Prinzip das Gleiche, das heißt, es gibt sehr, sehr viele und alle sind unterschiedlich. Da denkt ruhig mal drüber nach. Weil ich habe schon. Okay, also, ich muss, ja, wir gucken eben, mit der 6 geht's los. Ich muss kurz den ersten Ton finden. Einen Moment bitte. Mach's ein bisschen lauter hier, danke. Ja, da ist er doch. War ein Scherz. Das könnte ich stundenlang machen. Mache ich auch. So, jetzt habe ich noch was. Hoffentlich bleibt ein bisschen. Okay. Also, Lied über Hector Pascal und sein Problem. Nach der 3 geht's los. 1, 2, 3. Ich habe nicht gesagt, wann nach der 3. Jetzt ist er wieder weg, Leute. Da ist er wieder. Glück gehabt. Okay, Ruhe bitte. Lied über Hector Pascal und sein Problem. Nach der 3. 1, 2, 3. Unsere Katze, dieses dusselige Vieh, hat eine Katzenhaarallergie. Darum habe ich sie jetzt auch von Kopf bis Fuß rasiert. Und jetzt sagt sie jeden Morgen, dass sie friert. Und damit sie noch ein bisschen länger lebt, hab ich ein Hundefell auf ihre Haut geklebt. Jetzt sieht es aus, als trüge sie ein viel zu großes Röckchen. Und wenn ich Lust hab, ruf ich Bello, hol das Stöckchen. Hey. Vielen Dank, vielen herzlichen Dank, das ist total lieb gemeint. Ich muss eben gucken, wie weit sind wir denn jetzt? So, das haben wir auch gemacht, alles klar. So, jetzt hatte ich etwas vor, bei dem ich nicht so genau wusste, ob das wohl euer Humor ist. Denn es ist so, meiner ist es nicht. Meiner ist es in diesem Fall nicht, aber manchmal hat man ja so Ideen und dann denkt man, ach komm, mach halt, ne? Aber wir müssen nicht machen, das ist nur eine Idee, ist auch in Klammern.
Aber ich weiß auch nicht. Ich habe auf der Hinfahrt hier nach Duisburg. Da habe ich irgendwie gedacht, Johann, wenn der in Duisburg funktioniert, dann funktioniert der auf der ganzen Welt. Ich weiß auch nicht, ob das ein Kompliment ist, aber na gut. Pass auf, ich versuch's einfach mal. Es geht relativ schnell. Es ist ein ganz, ganz kurzer Dialog zwischen einem Mann und einer Art Kind. Hallo. Oder eher so. Hallo, eher so. Hallo, eher kräftiger. Also ich bin erstmal der Mann und dann bin ich der Kind. Der Kind steht da. Hier steht der Mann. Was ist jetzt schon wieder? Wegen der Kind oder was? Ja, ist ein Junge. Der Dialog heißt der Mann und der Kind und der Mann bekennt. Ja, habe ich erst auch nicht verstanden, aber geschrieben ist es ein Knaller. Okay, also, hallo. Ich kann es auch auswendig. Obwohl, hallo. Genau, okay. Hallo. Na, mein Kleiner. Sag mal, bist du nicht der Sohn vom Ziegenficker? Nee. Das ist nicht euer Ernst, Leute, oder? Wenn das euer Humor ist, muss ich alles umschreiben, was noch kommt. Reißt euch mal zusammen hier. Ich habe den zweimal erzählt bisher. Einmal auf dem Kreuzfahrtschiff. Auf der Sodom und Gomorra. Da haben die auch so gelacht. Und dann habe ich den zweites Mal erzählt, in der Provinz. In so einem ganz, ganz, ganz kleinen Dorf, in der einzigen Dorfkneipe. Da habe ich sowas von auf die Fresse bekommen. Ja, aber ich notiere es mir mal kurz. Ziegenwitz. Hammer. In Klammern Duisburg. Ach Leute, nein, im Ernst, ich meine, ihr müsst das selber wissen, worüber ihr lacht. Ne? Am Ende ist es euer Leben. Naja, aber sonst ist alles in Ordnung bei euch, oder wie? Nein, sehr schön hier, sehr, sehr schön. Ich bin froh, hier zu sein. Es ist sehr, sehr schön hier. Nein, es ist wirklich schön hier, wirklich, muss ich wirklich sagen. Gestern waren wir in Lüdenscheid und ganz ehrlich, nur Idioten. Aber hier ist einwandfrei, also toll, wirklich. Mal sehen, was ich morgen Abend erzähle. Nein, ich bin generell froh, hier zu sein. Ich bin generell überhaupt froh, wieder auf Tour zu sein. Auf Tour zu sein ist einfach schön. Auf Tour zu sein ist einfach wunderschön. Auf Tour zu sein ist einfach wunderschön. Nein, das ist wirklich schön. Man macht auf Tour Sachen, die würde man sonst nie machen. Ja? Und das ist das Schöne. Vor ein paar Wochen waren wir in Datteln. Datteln, nördliches Ruhrgebiet. Ich hatte noch Zeit bis zum Auftritt, bin 2 Stunden durch Datteln gelaufen
Und danach habe ich gedacht, ja, guck mal, Johann, das hättest du doch sonst nie gemacht. 2 Stunden durch Datteln laufen. Ich bin durch Datteln gelaufen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, Datteln, Datteln, was soll Datteln? Irgendwann war mir so langweilig, da habe ich Leute im Speckmantel gesucht. Viele Leute denken ja bei diesen Toneinspielungen immer, boah, krass, wie macht er das nur? Und ich kann das eigentlich ruhig mal ein bisschen genauer zeigen. Es ist kein großes Geheimnis. Ich habe ein Apparat, das ist ein multifunktionales, sehr viele Tastengerät. Wir haben hier, das kann man vielleicht sehen, das WLAN-Kabel, das ist für die Verbindung zuständig. Dann haben wir hier Tasten angeordnet im vorderen Frontbereich. Ja, vorderer Frontbereich, Tasten angeordnet, vorderer Frontbereich, im Gegensatz zum hinteren Frontbereich. Da waren die Tasten früher, da hat es aber keiner gefunden, also haben sie nach vorne gebaut, ja. Wir haben hier im vorderen Frontbereich 16 Tasten angeordnet in 8 Zweierreihen. Wo man auch erstmal denkt, oh Leute, statt dass sie 2 Achter reinnehmen, oder? Schwachmatenbande, naja. Diese 16 Tasten bedeuten, ich habe 16 Möglichkeiten, etwas abzuspielen. Die 16 Möglichkeiten werden hier noch mit 4 multipliziert. Insgesamt habe ich 16 mal 4 Möglichkeiten, etwas abzuspielen. 16 mal 4 sind, wie man weiß, eine ganze Menge. 16 mal 4, 4 mal 10 ist 40, sind über 40 Möglichkeiten. Und ja, es ist so, ich habe hier auf diesem Gerät, ich habe hier nicht nur Appläuse drauf oder mal einen Tusch, sondern ich habe hier auch einzelne Sätze drauf. In diesem Jahr 2012, in dem ich nicht auf Tour war, in diesem Jahr habe ich mich insgesamt sehr, sehr viel gelangweilt. Das war sehr schön, denn ich habe aus Langeweile viele alte Sachen wieder gehört. Alte Schallplatten, alte Kassetten, alte Jugendhörspielkassetten. Und speziell beim Hören der Jugendhörspielkassetten, da sind mir Sätze aufgefallen, bei denen habe ich gedacht, also die sind mir aber früher nicht aufgefallen. Ja, und das fand ich auffällig. Und dann habe ich ein paar dieser Sätze kopiert und hier auf diesen Apparat gespeist und damit quasi mitgebracht. Ich habe einen Satz gefunden bei den 5 Freunden. Das war eine Kassette mit Folge 5. Die Folge heißt, 5 Freunde geraten in Schwierigkeiten. Man muss dazu wissen, die 5 Freunde geraten in jeder Folge in Schwierigkeiten. Ja, aber nur Folge 5 heißt auch so. Und auf dieser Folge ist mir ein Satz aufgefallen, ein Satz des Sprechers. Der Sprecher dieser Folge beschreibt einen Jungen und dessen Haare. Und diese Beschreibung von Haaren ist mir persönlich nicht geläufig, sage ich mal ganz vorsichtig. Ich spiele die Stelle einfach kurz ein, vielleicht wisst ihr auch direkt, welche Formulierung ich meinen könnte. Und auch seinen Freunden wollte er noch nichts von seiner Entdeckung erzählen. Mit frisch gewichstem, pechschwarzem Haar erschien... Ich weiß es nicht, also... Als Kind habe ich vielleicht geschmunzelt, aber... Aber heute muss ich schlucken und denke... Ja, ich denke, es ist doch paradox, oder nicht? Die Formulierung ist in sich paradox. Entweder ist doch etwas pechschwarz.
Naja, müssen Sie selber wissen. Ne? Ist Ihr Leben. Ich habe des Weiteren einige alte TKKG-Kassetten gehört. TKKG, kennt ihr vielleicht noch von früher, vielleicht auch nicht. Ja, ich erzähle mal ganz kurz für die, die es gar nicht kennen, worum es geht. TKKG, das ist eine gewaltbereite Jugendbande. Das kann man so sagen, die also Mitte der 80er Jahre damit beginnt, Kleinkriminelle, oft Obdachlose zu verdreschen. Ja. Ich glaube, so ist ganz gut zusammengefasst. TKKG sind 4 Kinder, die sind zwischen 12 und 14 Jahre alt. Eines der Kinder heißt Karl. Sein Spitzname ist der Computer. Wenn man sich jetzt noch mal vergegenwärtigt, wie Mitte der 80er Jahre die Computer aussahen und vor allem auch, was sie konnten, dann weiß man heute auch, was dieser Karl für eine Vollnulpe war. Dann gibt es noch ein Kind, das heißt Willi. Willi ist im Grunde 2 Kinder in einem, nämlich dick und doof. Dann gibt es noch ein Mädchen in der Gruppe, das Mädchen heißt Gabi. Gabi ist das Gegenteil von Willi, nämlich ein Mädchen. Und darum auch schlank und doof. Und dann gibt es noch den Anführer, der heißt Tarzan zu Beginn. Tarzan ist der Einzige, der aus dem Stimmbruch bereits raus ist. Und dieser Tarzan versucht in jeder Folge, bevor es zur Schlägerei kommt, versucht dieser Tarzan zunächst immer mit viel rhetorischem Feingefühl und mit klaren Argumenten eine Eskalation zu verhindern. Und zwar versucht er das mit Sätzen, die ich mitgebracht habe, mit Sätzen wie unter anderem diesem hier. Wenn Sie Widerstand leisten, haue ich Ihnen eine rein. Wenn Sie Widerstand leisten, haue ich Ihnen eine rein. Ein ganz klares Argument für Gewaltfreiheit. Wenn Sie Widerstand leisten, haue ich Ihnen eine rein. Ich finde das ein wunderbarer Satz, den kann man eigentlich immer gebrauchen, oder? Ich habe das kurz vor der Show, habe ich das noch zum Veranstalter gesagt, als ich ihm die Abendkasse abgenommen habe. Dieser Tarzan kämpft nicht immer alleine. Manchmal helfen ihm seine Kumpels. Er gibt aber die Anweisungen an die Kumpels. Und diese Anweisungen sind manchmal nicht besonders präzise formuliert, wie ich finde, so wie in diesem Fall. Da sagt er zu seinen Kumpels: Karl, Willi, wir stürmen die Bude und knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Wir stürmen die Bude und knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Wie gesagt, die sind zwischen 12 und 14 Jahre alt. Wir knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Dieser Grundgedanke ist natürlich geklaut. Ja? Diese Idee entstand in Deutschland bereits... ist schon ein bisschen her. Oh, vielen Dank. Ja, wo das jetzt alles hier so gut ankommt. Ich würde vorschlagen, wir machen mal ganz kurz ein kleines Ratespiel. Und das heißt, ich spiele eine Szene ein und ich möchte anschließend von euch per Handzeichen wissen, was ihr vermutet, wie die Szene weitergeht. Krass, ne? Ich habe eine kleine Szene vorbereitet aus Folge 37. Die Folge heißt Der letzte Schuss. Ja. Und ich spiele den Beginn der Szene mal kurz ein. 2 Singvögel. Toni hat 2 Singvögel geschossen. Eine Bachstelze und eine Lerche. Die stehen beide unter Naturschutz.
Soweit die Szene. Toni hat zwei Singvögel geschossen, eine Bachstelze und eine Lerche. Und die stehen beide unter Naturschutz. Ich möchte jetzt von euch wissen, was sagt Tarzan daraufhin zum anwesenden Toni? Sagt er A, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten? Sagt er B, das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel? Oder sagt er C, dafür knall ich dir eine? Ich bitte mal ganz kurz um Saallicht und oh, blendet, ne? Ihr Eumels, ehrlich. Für mich ist das den ganzen Abend so. Also, ich bitte mal ganz kurz um Handzeichen. Wer ist für A, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten? Da haben wir 119. Wer ist für B, das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel? Uiuiui, ui, das sind mehr oder weniger mehr. 254. Und wer ist für C, dafür knall ich dir eine? Das sind 4.500. Okay, die Mehrheit ist für C. Wir hören kurz rein, was Tarzan zu Toni sagt. Zwei Singvögel. Toni hat zwei Singvögel geschossen. Eine Bachstelze und eine Lerche. Die stehen beide unter Naturschutz. Dafür knall ich dir eine. Ja, herzlichen Glückwunsch. C war natürlich richtig. Dafür knall ich dir eine. Warum auch lange drum rumreden, wenn der Toni in Reichweite vor einem steht. Also, das war wirklich einfach. Willkommen zu einem etwas schwierigeren Beispiel. Es ist ein Beispiel aus Folge 57. Die Folge heißt Todesgruß vom gelben Drachen. Ja, lustig. Wir haben folgende Situation. Gabi hat Angst, dass man ihr im Schlaf Heroin gespritzt hat. Leute, ich denke mir das doch nicht aus. Wirklich, hört es nach. Folge 57. Gabi hat Angst, dass man ihr im Schlaf Heroin gespritzt hat. Das hat man so gemacht Mitte der 80er Jahre. Mit nervigen Gören. Und naja, Tarzan ist auf jeden Fall bei ihr. Gabi beginnt die Szene. Und die Szene beginnt folgendermaßen. Ich glaube, die haben Heroin gespritzt. Wie fühlst du dich? Jetzt wird's interessant. Tarzan steht neben ihr und fragt, wie fühlst du dich? Beziehungsweise, wir müssen es genau machen. Tarzan steht mit der Spritze neben ihr. Tarzan steht mit Spritze und Löffel, Gabi hält das Feuerzeug selber. Die 80er halt. Und Tarzan fragt, wie fühlst du dich? Ich möchte von euch wissen, was antwortet Gabi? Sagt sie A, eigentlich wie immer. Sagt sie B, ich habe Angst, meine Knie zittern, ich A. Oder sagt sie C, so gut gelaunt war ich noch nie. Ich bitte noch mal ganz kurz um Saallicht und Handzeichen, ihr könnt ja die Augen zulassen. Wer ist für A? Eigentlich wie immer. Da haben wir 234. Wer ist für B? Ich habe Angst, meine Knie zittern, ich A. Das sind mehr, 580. Wer ist für C? So gut gelaunt war ich noch nie. Oh, da sind auch einige. Da melden sich die eigenen Erfahrungen. In Duisburg, naja.
Okay, die Mehrheit war für B. Wir hören kurz rein, was Kapi antwortet. Ich glaube, die haben Heroin gespritzt. Wie fühlst du dich? Eigentlich wie immer. Eigentlich wie immer. Ich habe diese Folge zum Einschlafen gehört. Ich war hellwach, als sie das gesagt hat. Eigentlich müsste diese Folge der letzte Schuss heißen. So, drittes und letztes Beispiel. Ein Beispiel aus Folge 33. Die Folge heißt, wer raubte das Millionenpferd? Wir haben folgende Situation. Das Millionenpferd Ringo soll entführt werden. Sie wollen daraus Lasagne machen. Aber die von TKKG wollen das nicht, denn sie mögen keine Lasagne und haben sowieso wie immer was dagegen, gegen alles, was Spaß macht und nerven total rum. Und ja, wir hören kurz rein, wie die Szene beginnt. So ein Prachttier. Nein, Ringo darf nicht entführt werden. Da rücken Uli und Gefolge an. Sie gehen zu den Ställen. Soweit die Szene. Gabi sagt, so ein Prachttier darf nicht entführt werden. Karl sagt daraufhin, pst, pst. Da rücken Öli und Gefolge an. Sie gehen zu den Ställen. Leute, wie dramatisch ist das? Sagt Tarzan daraufhin, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten. Sagt er B, das haut den stärksten Neger aus der Weltraumgöpsel. Oder sagt er C, ich glaube, es hackt. Ich bitte ein allerletztes Mal um Saallicht und Handzeichen. Wer ist für A, das haut den stärksten Eskimo vom Schlitten? Da haben wir ein 27. Wer ist für B, das haut den stärksten Neger aus der Weltraumgöpsel? Das sind mehr, ein 37. ich dachte, das merkt keiner. Und dann, haben wir das doch gemerkt. Ja. So, und wer ist für C, ich glaube, es hackt. Ja, natürlich. Das ist eure Sprache, ne? Ja. Okay, mehr des für C. Wir hören kurz rein, was Tarzan sagt. So ein Prachttier. Nein, Ringo darf nicht entführt werden. Da rücken Uli und Gefolge an. Sie gehen zu den Ställen. Das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel. Habt ihr nicht mit gerechnet, ne? Das haut den stärksten Neger aus der Weltraumkapsel. Leute, mal ganz im Ernst. Was soll man in so einer Situation anderes sagen? Da gehen zwei Männer zu den Ställen, verfickte Scheiße. Das ist ja wohl mehr als angemessen, oder nicht? Der Autor Stefan Wolf, der Tarzan diese Worte in den Mund geschrieben hat, der hatte zuerst eine andere Idee. Seine erste Idee war, dass Tarzan sagt, das wedelt den kräftigsten Bimbo von der Palme. Aber da hat der Verlag sofort gesagt, auf gar keinen Fall, Herr Wolf. Von der Palme wedeln, Sie spinnen wohl.
Ja, heute lachen wir darüber, denn heute sagen wir nicht mehr Neger, heute sagen wir stattdessen maximal pigmentierter Eumel oder was sagen wir auch nicht mehr, Mohrenkopf, Negerkuss, heißt jetzt beides Schokoschaum, Waffelhappen. Was sagen wir auch nicht mehr, Mohrrübe. Heißt jetzt Gurke. So, dann hatte ich jetzt als Übergang hatte ich jetzt hier lustig. Apropos Mitte der 80er, wie war die Stimmung in der DDR? Hielt sich in Grenzen. So ein bisschen so, als man kann jetzt gucken, was aber immer. Aber ne, im Grunde war das so, das haben wir ja schon so. Das ist gut, also wie vorher, was man jetzt so macht damit. Das kann ich auch noch gleich mal das gleich nochmal machen. Ne? Das ist jetzt schon mal ja so, ja, doch. Aber naja, ist halt. Wir müssen noch ein bisschen Zeit rum. Naja, ich gucke das auch mal einfach. Irgendwelche. So, zum Beispiel das und das. So, tak, tak. Aber okay, muss auch passen. Muss man auch gucken. Nachher ist so eine kurze Menge. Passt ja nicht. Okay, machen wir jetzt die beiden. Okay, die beiden. Einfach ein bisschen zum Auflockern. Ich habe jetzt am Schluss des ersten Teils noch ein kleines Gedicht mitgebracht. Das Gedicht dürfte vom Thema her genau euren Humor treffen. Es geht um Ziegen. Nein, tut mir leid. Das wusste ich vorher nicht. Nein, das Gedicht hat ein anderes Thema. Ich habe mich in meinem freien Jahr 2012 sehr, sehr intensiv in der Sadomaso-Szene umgesehen. Aus Recherchegründen für dieses Gedicht. Sicherlich auch. Hauptsächlich aber aufgrund persönlicher Neigung. Und diese Recherchen waren sehr intensiv. Sie waren so intensiv, dass ich irgendwann geträumt habe von Sadomasochismus. Ich hatte sadomasochistische Träume. Einer dieser Träume war sehr intensiv und kam immer wieder. Er geht folgendermaßen. Ich hänge nackt an einer Stange, halte mich nur mit den Händen fest, bis zum Boden ist ein Meter Platz. Auf dem Boden liegen Glasscherben, glühende Kohlen und Brennnesseln.
voll fies mit den Brennnesseln, das habe ich auch gedacht. So hänge ich nackt an dieser Stange. Erschwerend hinzukommt, dass ich überall Ringe durch habe, aber keine dünnen Aluminiumringe, sondern durchaus dicke, amtliche Eisenringe. Ich trage dicke Eisenringe durch die Ohrlöcher, dicke Eisenringe durch die Nasenlöcher, dicke Eisenringe durch die Augenbrauenlöcher, obwohl ich da gar keine Löcher habe. Dicke Eisenringe durch die Wangenlöcher, dicke Eisenringe durch die Brustwarzenlöcher und den allerdicksten Eisenring von allen, den trage ich bequem hinten in der Kniekehle. Ja, da habt ihr auch nicht mitgerechnet, ne? So hänge ich nackt an dieser Stange und vor mir steht eine Domina und bewirft mich mit Magneten. Leute, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist wichtig. Ich hänge nackt an dieser Stange, vor mir die Domina, die wirft die Magneten auf mich. Die Magneten beim Hängen, es zieht immer mehr, es tut immer mehr weh, die wirft aber einfach weiter. Ich werde immer schwerer, es tut immer mehr weh, die wirft wie eine Bescheuerte einen Magneten nach dem anderen auf mich. Irgendwann tut es so weh, ich bin so schwer, ich kann mich kaum noch halten. Und dann werde ich wach und merke, dass ich gar nicht an einer Stange hänge, sondern bei uns am Haus an der Dachrinne. Ja, und da bin ich natürlich total erleichtert. Ich bin da einfach reingeklettert und habe mich ganz normal wieder ins Bett gelegt. In diesem Gedicht geht es jetzt auch um sadomasochistische Praktiken, aber eher im zarteren und privateren Bereich. Und das Gedicht heißt Unanständig einkaufen. Bin in den Supermarkt gelaufen, um dort Zitrusöl zu kaufen. Um sie damit einzureiben und es glitschig dann zu treiben. Nur mit meiner Herzensdame auf einer großen Plastikplane. So, jetzt wird sich amüsiert, dachte ich, doch was passiert? Als ich auf sie drauf gerutscht, ist sie einfach weggeflutscht. Mit dem Kopf knallte sie an die Wand, bis dass sie schrie. Und so hatte meine Eule erst eine Delle, dann eine Beule. Ihre Schmerzen waren schlimm, die Erotik war dahin. In den Ohren ihr Genöl, an der Wand das Zitrusöl. Damit das nicht mehr passiert, wird sie morgen gut fixiert. Liebe Glitsche-Fetischisten, müsst das Glitschen überlisten. Hier mein Ratschlag für euch alle, man braucht mehr als eine Schnalle. Schnalle ist doppeldeutig. Ich bin total stolz drauf. Ob auf Sofas oder Sesseln, wollt ihr ölen, müsst ihr fesseln. Treibt es lieber wild in Betten, denkt daran, sie anzuketten. In diesem Sinne, guten Rutsch. Vielen Dank. Kurze Pause. Bis gleich. Ja, vielen herzlichen Dank. Hallo im zweiten Teil. Sehr schön. Ich bin sehr froh. Ich bin froh. Ich möchte erst mal sagen, schön, dass ihr noch hier geblieben seid. Ich habe auch kurz überlegt, ob ich noch hier bleibe, aber dann kam der Veranstalter und sagte, Vertrag ist Vertrag. Sofort raus aus dem Taxi.
das war knapp. Aber ansonsten geht es mir sehr gut. Ich habe dann noch ganz kurz geschlafen gerade. Das mache ich manchmal noch so ganz kurz schlafen. Und jetzt nach diesem ganz kurzen Schlafen bin ich total fit. Ich bin so fit jetzt nach diesem kurzen Schlafen. Ich bin so fit jetzt. Ich glaube, die haben Heroin gespritzt. Man sieht aber nichts. Ich habe ja neulich wieder gelesen, dass der Gutenberg vielleicht zurückkehrt in die deutsche Politik. Das wird wohl überlegt, und zwar von ihm selber. Und als ich das gelesen habe, dass der Gutenberg vielleicht zurückkehrt, dass Karl Theodor zu Gutenberg vielleicht zurückkehrt in die deutsche Politik, als ich das gelesen habe, da habe ich gedacht, wenn der zurückkehrt, dann weiß ich aber, wie der zurückkehrt. Wenn der zurückkehrt, habe ich gedacht, dann aber auf jeden Fall mit... Mit frisch gewichstem, pechschwarzem Haar. Und könnt ihr euch vorstellen, was ich gedacht habe, als ich gelesen habe, dass Roberto Blanco wieder geheiratet hat? Genau das. Roberto Blanco. Was soll das überhaupt? Allein der Name. Da hat doch einer nicht aufgepasst. Blanco. Heißt auf Spanisch weiß. Wenn der in Spanien auftritt, dann denken alle, der hat sie nicht mehr alle. Da sitzt er. Es ist so, ich war wirklich mal auf einer Preisverleihung, wo der auch war, der Roberto Blanco. Und da war es wirklich so, da wurde immer ein bisschen getuschelt über ihn. Da wurde immer gesagt, der Roberto Blanco, der hätte einen... Aber ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber man hörte das ja immer wieder. Der Roberto Blanco wurde immer gesagt, der soll ein... Aber ich kann da persönlich nicht zu sagen. Aber den ganzen Abend diese Gerüchte. Der Roberto Blanco. Der soll wirklich einen unglaublich großen schwarzen Wagen fahren. Das passt doch zu dem, oder? Erstmal denkt man ja, ach, das ist bestimmt nur ein Vorurteil. Dass gerade so einer so einen dicken schwarzen Wagen hat. Aber es stimmt einfach, ja. Und das liebe ich so an Vorurteilen. Ja, dass sie oft einfach stimmen. Und uns damit das Leben erleichtern, wenn sie stimmen. Wenn sie stimmen, dann müssen wir uns eigentlich viel weniger aufregen. Mal ein Beispiel. Neulich stand ich in Köln an der roten Fußgängerampel und habe auf grün gewartet. Das mache ich manchmal. So, und dann ging ein Türke einfach bei rot über die Ampel. Ein Türke ging einfach bei Rot rüber, als wäre es ganz normal. Ein Türke. Als ich das gesehen habe, habe ich ganz spontan gedacht, typisch Türke. Das passt irgendwie zu dem.
Darum muss ich mich da jetzt auch nicht drüber aufregen. Der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Von dem ist wahrscheinlich nichts anderes zu erwarten. Rot über die Ampel, typisch Türke, also kein Grund zur Aufregung. Einen Moment später ging ein Assi über die rote Ampel. Ein deutscher Assi. Ein ganz typischer, fieser, deutscher, Proletenvoll-Honk. Ging auch einfach bei Rot über die Ampel. Da habe ich gedacht, ja, das ist typisch Assi, ne? Das passt zu dem. Darum muss ich mich da jetzt nicht drüber aufregen. Der kann wahrscheinlich gar nicht anders. Von einem Assi ist nichts anderes zu erwarten. Rot über die Ampel, typisch Assi, kein Grund zur Aufregung. Wieder ein Moment später ging ein ganz normaler Typ über die rote Ampel. Hä? Ein ganz normaler Typ, so einer wie ich. Ja, hahaha. Glaubst du, ich höre das nicht, oder was? Ich meine ein Durchschnittsdeutscher, ein Mitteltyp, ein seriöser, angepasster Mittelmann. Ging einfach bei Rot über die Ampel. Da habe ich gedacht, ja, was ist das denn jetzt? Das passt doch gar nicht! Bei dem Türken und bei dem Assi hat es gepasst, aber bei dem noch nicht! Da habe ich mich aufgeregt. Ja, und dann habe ich erst gesehen, die Ampel war gar nicht mehr rot. Puh, da war ich aber erleichtert. Da war ich aber hellauf erleichtert. Da habe ich gedacht, ach so, deswegen. Deswegen geht so einer bei Rot, weil schon wieder grün ist. Ja, habe ich gedacht, ja, jetzt passt es ja wieder. Ich hatte wirklich ganz kurz befürchtet, ich müsste meine ganzen Vorurteile überdenken. Da hatte ich nur wirklich keine Zeit für. Vorurteile sind die Grundlage unseres Handelns und Denkens. Und wenn die ein bisschen nur ins Wanken geraten, das ist ganz unangenehm, ja, das mag man nicht. Dabei sind Vorurteile total wichtig. Wer Vorurteile hat, der hat Vorteile. Darum steckt das Wort da auch schon drin. Habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ja, ich auch nicht. Es ist aber so, die Psychoanalyse sagt, ich wusste ja gar nicht, dass die sprechen kann. Ganz billiger Nebengag, wirklich ganz billiger, und jeden Abend überlege ich, den rauszunehmen. Und jeden Abend denke ich wieder, ja, ist am Ende auch eine Minute. Morgen ist er raus, pass auf. Es ist wirklich so, die Psychoanalyse sagt, wer Vorurteile hat, der ist im Vorteil. Ja? Es ist gut, wenn ich jemandem begegne, den ich nicht kenne. Dann ist es gut, wenn ich schon vorausahne, der könnte gleich das und das machen, weil ich eben weiß, aus Erfahrung oder aus der Zeitung. Weiß ich eben ganz genau, dass Kollegen von ihm bereits des Öfteren das und das gemacht haben. Ja? Und das ist ein Vorteil für mich. Wir nehmen ein Beispiel, ein einfaches Beispiel, damit es klar wird. Wir stellen uns mal vor, ich komme nach Hause und zu Hause in meiner Wohnung sitzt plötzlich ein so, was weiß ich, ein Löwe, sagen wir mal. Ganz einfaches Beispiel. Ich komme nach Hause, sitzt plötzlich ein Löwe in meiner Wohnung. Ein Löwe, den ich nicht kenne, sitzt in meiner Wohnung. Was passiert? Es passiert Folgendes. Ich komme in die Wohnung, ich sehe diesen Löwen und ich denke sofort, oh, oh, oh.
ein Löwe. Oh, oh, sehr gefährlich. Hilfe, Hilfe. Es könnte sein, dass er mich gleich komplett auffrisst. So, warum denke ich das alles? Weil ich Vorurteile habe. Nur weil ich aus der Zeitung weiß, dass Kollegen von ihm bereits des Öfteren Kollegen von mir aufgefressen haben. Das heißt dann nicht, dass er mich auf jeden Fall auch auffressen wird. Das heißt es nicht. Aber wenn er mich auffrisst, dann bin ich nicht mehr so überrascht. Ja, und das ist am Ende der Vorteil. Es ist einfach angenehmer, wenn man nicht völlig überrascht aufgefressen wird. Das sagen jedenfalls alle, die das schon mal mitgemacht haben. Okay, wir nehmen ein anderes Beispiel, vielleicht könnt ihr euch das besser vorstellen. Wir stellen uns mal vor, ich komme nach Hause und zu Hause in meiner Wohnung sitzt plötzlich ein, sagen wir ruhig mal, ein Pole. Ich merke sofort, das könnt ihr euch besser vorstellen. Okay, also, stell dir vor, da sitzt ein Pole in meiner Wohnung. Ein Pole. So, was passiert? Also erstmal, erstmal fragt man sich natürlich, woher weiß ich, dass das ein Pole ist? Ach komm, weiß man noch, wie die aussehen, oder? Kurze Haare, lange Finger, Flasche Wodka in der Hand, also ein Pole. Ein Pole, den ich nicht kenne, sitzt in meiner Wohnung. Was passiert? Es passiert Folgendes. Ich komme nach Hause, ich sehe diesen Polen und ich denke sofort, ah ja, natürlich, alles klar. So ist es doch. Ich denke sofort, ja, es wird jetzt gleich so sein. Es ist sogar wahrscheinlich, es ist sogar höchstwahrscheinlich. Alles andere wäre ein Wunder. Ich denke, ja, es wird jetzt gleich so sein, dass dieser Pole nicht so gut Deutsch spricht. Was habt ihr denn gedacht? So, warum denke ich das? Weil ich Vorurteile habe. Weil ich aus Erfahrung weiß, dass Kollegen von ihm bereits des Öfteren so gut der Deutsch nicht gesprochen habe. So, und darum bin ich auch nicht mehr so überrascht, wenn er dann zu mir sagt, gäb Uhr. Leute, versteht ihr wirklich, was ich meine? Ich meine, ich bin dann nicht mehr so überrascht von seinem schlechten Deutsch. Gäb Uhr. Ist doch falsch. Also sage ich zu ihm, pass mal auf, Kollege. Es heißt, gib. Gib die Uhr. Bitte. So, und wenn er diesen Satz dann vernünftig zu mir sagt, ja, dann gebe ich ihm natürlich seine Uhr wieder. Die ich ihm vorher aus Versehen geklaut hatte. Ich selber werde immer wieder mit Vorurteilen konfrontiert. Es gibt viele Vorurteile gegen mich persönlich. Es gibt Vorurteile gegen das Künstlerdasein im Allgemeinen. Wenn ich diesen Vorurteilen begegne, dann versuche ich sie immer komplett zu bestätigen.
Wenn es gut läuft, versuche ich sie noch auszuschmücken. Und wenn es richtig gut läuft, dann versuche ich noch einen Humorkollegen von mir mit in die Scheiße reinzuziehen. Wie das aussehen kann, habe ich mal niedergeschrieben in einem kleinen Trialog. Trialog, man hört es direkt, es sind drei Personen anwesend. Tri heißt ja drei. Auf Englisch also. Trialog. Der Trialog spielt an der Supermarktkasse. Wir stehen zu dritt an der Supermarktkasse. Und es geht drunter und drüber. Wir stehen dort an der Supermarktkasse in folgender Reihenfolge. Ich stehe vor mir. Hier, wer ist es? Ja, witzig, macht ihr das mal hier. Also, ich stehe vorne, hinter mir steht eine Frau, direkt dahinter steht ihr Mann, der es mit den Ohren hat. Wir drei geraten spontan in einen Trialog. Ich versuche, alle drei Personen stimmlich voneinander abzusetzen. Das ist aber kein Problem, denn ich bin Profi und... Den Trialog beginnt die Frau, die direkt hinter mir steht, die beginnt den Trialog, ja. Und mit der Frau beginne ich dann also auch, ja, fangen wir gleich mit der Frau an. Nach der 3, 1, 2, 3. Ich muss erst mal reinkommen in die Frau. Jetzt bin ich drin. Los geht's. Guck mal, Armin. Da ist dieser Karabitist. Da vorne, direkt vor mir. Das ist doch dieser Karabitist. Ja, also, den kenne ich aber nicht. Doch, den kennst du. Das ist der mit der langsamen Stimme. Der sagt immer, ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, was das alles hier soll. Entschuldigung, wenn, dann sage ich immer, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Hä? Ob Sie es wussten, ich sage immer, ich weiß gar nicht, ob Sie es wussten. Ja, genau! Siehst du, Armin, ich habe recht gehabt, das ist der Karabitist. Ja, und? Ja, überleg doch mal, was macht der denn im Supermarkt? Ja, keine Ahnung. Frag ihn doch. Na gut, was machen Sie denn im Supermarkt? Was ich im Supermarkt mache, also ganz ehrlich, ich gehe hier baden. Ach! Was hat er gesagt? Er hat gesagt, er geht hier baden. Ach! Das sollte wahrscheinlich lustig sein. Ja, bitte, was soll ich denn wohl im Supermarkt machen? Und wann hat er das gesagt? Jetzt hat er gefragt, was er im Supermarkt machen soll. Oh, komm, Barbara, lass ihn. Der ist komisch.
Guck mal, wie der schon guckt. Bestimmt hat er sich schon Heroin gespritzt. Ach, jetzt lass mich. Könnten wir vielleicht ein Autogramm haben? Lass ihn doch in Ruhe. Wie heißen Sie noch? Hoffmann. Ja, genau. Mario Hoffmann. Könnten wir vielleicht ein Autogramm haben? Nur, wenn Sie meine Einkäufe bezahlen. Was? Was hat er gesagt? Er will, dass wir seine Einkäufe bezahlen. Oh, wieso das denn jetzt? Vielleicht läuft es nicht mehr so bei ihm. Die Karapetisten haben es ja schwer, seit der Kohl nicht mehr Kanzler ist. Kohl ist nicht mehr Kanzler? Seit wann das denn? Abi, das weißt du doch. Ja, war ein Witz. Wahrscheinlich gibt er sein Geld lieber für das Heroin aus. Ja, wahrscheinlich. Nee, falsch. Also das ist ja wohl eine Frechheit. Ihre Einkäufe für ein lächerliches Autogramm. Könnten Sie vielleicht... Was glauben Sie eigentlich, wer Sie sind? Lange schlafen, teure Drogen nehmen und dann billige Witze erzählen, oder was? Ich werde mich hüten, Ihnen Ihre Sucht zu finanzieren, Sie Kirmes klauen. Warum schläfst du denn so? Wahrscheinlich klaut ihr auch und geht bei Rot über die Ampel. Ja, ja. Armin, was machst du da? Ich bezahle jetzt seine Einkäufe. Warum das denn? Damit ihr mal Ruhe. Das lässt du schön bleiben. Das lässt du schön bleiben. Aber guck mal, Barbara, er hat gar nicht viel. Camembert, Calciumtabletten, Chinakohl und Chorizo. Komisch, nur Sachen mit C. Und noch Zitrusöl. Wahrscheinlich will er seine Gespielin damit einreiben. Und sie dann im Heroinrausch umbringen. Richtig, Armin, genau so mache ich es. Können Sie vielleicht meine Frau mitnehmen? Ja, warum nicht? Fassen Sie mich nicht an! Sie müssen sie gut fixieren. Mach ich. Lassen Sie mich in Ruhe. Wenn Sie Widerstand leisten, hau ich Ihnen einen rein. Ja, das lief ja ganz ordentlich. Dann Übergang zum Keyboard war auch gut. Jetzt ist die Stelle, wo man überlegt, was man macht. Man kann jetzt hier diesen Notfallgag einbauen. Den Notfallgag braucht man immer, wenn es nicht so läuft, kann man heute eigentlich weglassen. Aber ich habe auch schon Abende erlebt, da habe ich gedacht, brauchst keinen Notfallgag. Und am Schluss habe ich gedacht, boah, hättest du mal einen Notfallgag gemacht. Also am besten immer Notfallgag machen, dann ist man auf der sicheren Seite. Okay, machen wir Notfallgag. Wie heißt der älteste Taxifahrer der Welt? Schlimmes. Denn es steht schon in der Bibel, Schlimmes wird uns widerfahren.
night I dreamt of San Pedro. Just like I'd never gone, my news is on a young girl with eyes like a desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropic is the island breeze, all of nature wild and free. This is where I long to be. Was soll das? Hä? Ihr wisst schon, warum das gerade war, oder was? Hä? Was guckt ihr so? Das war doch jetzt nur wegen des Umbaus. Um von dem Keyboard-Umbau abzulenken. Es war ein Keyboard-Umbau gerade nötig. Ich habe da aber schon mit geredet, ne? Wenn man einfach das Keyboard umbaut, denken alle, jetzt baut einfach das Keyboard um. Bisschen lalala drüber und so, am Schluss keiner gemerkt, dass das Keyboard umgebaut wurde. Ist einfach so ein Trick. Ganz wichtig ist, dass man den Trick danach nicht erklärt. Ihr habt nicht im Ernst geglaubt, dass ich jetzt La Isla Bonita singe, oder? Ich meine, klar, wenn man die Stimme hat, aber... Nein, ich habe ja den Leuten hier von diesem Eventpalast gesagt. Ich habe ihnen gesagt, dass ich hinten eine Lehne brauche. Wenn ich nachher auf dem Podest sitze, habe ich gesagt, brauche ich hinten eine Lehne. Und da haben die gesagt, kein Problem, wir stellen ihnen da einen alten Sack hin. Da habe ich noch gedacht, die meinen den Veranstalter. Aber der ist wohl noch gar nicht so alt. Und dann haben die auch zu mir gesagt, ich könnte diesen Sack auch nutzen. Ja? Und haben gesagt, ich könnte versuchen, diesen Sack, also den Sack hinter mir meine ich jetzt, haben die gesagt, könnte ich versuchen, rückwärts, also von hier oben haben die gesagt, genau, von ich müsste mich hoch und dann haben die auch noch gesagt, kräftig die Sackfalte rausziehen. Und dann haben die gesagt, könnte man sich im Grunde ganz bequem, naja, so geht es schon mal nicht. Die haben zu mir gesagt, Spackenverein, ehrlich. Ruhig, ruhig! Den haben die gestern erst geschossen, glaube ich. Dann habe ich auch noch Sackhaare im Mund. Wie sieht's hier aus? Ach du Scheiße. Leute, mal ganz im Ernst. Gibt es Fragen bisher, oder können wir... Ach, sonst wird es zäh. Ja... Guck mal, wenn man ihn so streichelt, dann wird er ganz glatt. Und so, so ein bisschen wieder borstig. Ist genau wie bei mir. Keine Fragen?
Ich frage mich ja selber sehr oft, was ich eigentlich lieber mache. Also so wie heute, vor einem richtigen Live-Publikum auftreten oder gar nicht. Und dann denke ich wirklich oft dran, dass ich jetzt auch Lehrer sein könnte. Ich habe damals Lehrer studiert. Ich wollte Sportlehrer werden für Biologie und Sachkunde. Naja, und wenn ich jetzt Lehrer wäre, dann hätte ich zumindest jetzt schön Feierabend. Würde ich jetzt zu Hause sitzen, würde Fernsehen gucken oder aus dem Fenster. Und stattdessen gucke ich euch an. Das ist schon ein Unterschied, finde ich. Vor allen Dingen, weil ich sehe euch eigentlich gar nicht. Ne? Heute schon, aber eigentlich sehe ich euch gar nicht. Ne? Eigentlich sehe ich gar keinen. Ne? Das kann man sich kaum vorstellen, oder? Ihr seht mich ganz gut und ich sehe euch nicht. Und ja, und das ist oft auch ganz gut. Einfach mal so rausgehauen, verstehst du, Alter? Manchmal bin ich so eine krasse Gagschleuder, dass ich mich selber frage, Alter, wo nimmst du das immer her? Naja, aber ich bin hier mit diesem Beruf auch sehr zufrieden. Das hier ist auch ein sehr schöner Beruf, den ich jetzt hier habe. Ist ein sehr schöner Beruf, ist ein sehr, sehr schöner Beruf. Nein, das meine ich wirklich. Das ist ein sehr schöner Beruf, speziell vormittags ist es ein sehr schöner Beruf. Vormittags habe ich komplett meine Ruhe, dann denke ich immer, ja, das ist ein Traumberuf. Das war im Grunde schon in der Schulzeit mein größtes Ziel. Ich wollte irgendwas finden, bei dem ich vormittags meine Ruhe habe. Und wenn ich es jetzt noch schaffe, dass ich auch abends frei habe, ich glaube, dann höre ich ganz auf zu arbeiten. Naja, aber dieser Beruf hat natürlich auch seine Schattenseiten. Das ja, ist für mich klar, könnt ihr euch vielleicht nicht vorstellen, ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen, wie das ist, wenn man auch mal keinen Bock hat, den Kasper zu machen. Wenn man morgens schon aufwacht und denkt, ja, nein. Und dann guckt man nach. Und dann muss man auch noch nach Duisburg. Das Problem ist so ein bisschen, dass man seine privaten Probleme alle mitnimmt auf die Bühne. Seine privaten Dinger, die nimmt man alle irgendwie mit. Diese ganzen privaten Sachen, ja, was weiß ich. Meine Freundin zum Beispiel hat seit Monaten keine Lust mehr zu kochen. Bei uns, oder anderes Beispiel, bei uns zu Hause haben wir jetzt seit ein paar Jahren haben wir jetzt bei uns zu Hause in der Wohnung, haben wir da jetzt diesen Sohn. Wo ich bis heute nicht weiß, was das soll. Meine Idee war das nicht, ja. Jetzt habe ich gehört, wohnt er noch ein paar Jahre bei uns. Irgendwann reicht doch mal, oder? Der ist jetzt 4,5. Benimmt sich aber wie ein 4-Jähriger. Naja, und diese Sachen nehme ich natürlich alle mit. Und dann sitze ich an solchen Abenden, sitze ich dann um kurz vor 8 in der Garderobe, dann kommt einer und holt mich, dann gehe ich nochmal hinter den Vorhang, dann gucke ich nochmal durch den Spalt, dann sehe ich immer diese erwartungsfrohen Gesichter und dann denke ich ganz oft, boah Leute, macht's euch doch mal selber heute Abend. Versteht ihr, was ich meine? Als Lehrer hätte ich es einfacher. Als Lehrer würde ich, was weiß ich, einfach jedem eine 6 geben. Naja, aber ihr müsst euch mega keine Sorgen machen. Ich mag diesen Beruf wirklich sehr. Ich habe diesem Beruf hier sehr viel zu verdanken. Charakterlich zum Beispiel, ich bin durch diesen Beruf hier, bin ich charakterlich in eine ganz andere Liga abgerutscht. Und das lasse ich mir jetzt auch nicht mehr kaputt machen. Auch sonst habe ich mich verändert als Typ. Ich war ja nicht immer so ein Typ wie heute. Ich war ja nicht immer so eine dürfte Type wie heute, ne? Mit 14 Jahren, kann ich mich erinnern, war ich so verstört und verpickelt, da habe ich mir regelmäßig mit dem Käsehobel die Akne aus dem Gesicht geraspelt. Nur damit ich nicht in die Schule musste, sondern ins Krankenhaus durfte.
Ich frage mich auch immer, was bleibt nach so einem Abend übrig? Was bleibt übrig, wenn ihr alle hier raus seid? Was bleibt dann hier im Saal übrig an Energien zum Beispiel? An Liebe vielleicht? Was bleibt hier an Erinnerungen, an Gefühlen? Was bleibt übrig auch hinten? Was bleibt auch hinten übrig an Wurstbrötchen nachher? Ja, das ist noch viel wichtiger eigentlich. Könnt ihr euch vorstellen, wie das ist? Man rackert sich 2 Stunden ab, geht ins Team-Catering und der Techniker hat alle Wurstbrötchen aufgefressen. Und dann liege ich nachher wieder im Hotelzimmer, kann nicht schlafen, weil ich so einen Hunger habe. Und dann bin ich total leer im Magen und ansonsten bin ich voll. Ich bin ja noch voll von euch, von euren Energien bin ich voll, im Magen bin ich leer. Und dann liege ich da und bin voll leer. Voll leer ist nicht schön, voll leer ist paradox, voll leer. Voll leer ist so, als wenn einer sagt, ein bisschen sehr viel. Das haben die immer zu mir gesagt, du hast ein bisschen sehr viel Pickel. Dann habe ich immer gesagt, was denn jetzt? Wurstgesicht. Voll leer ist paradox, voll leer ist so wie, was weiß ich, das ist so wie französisches Vollkornbrot oder... Oder ich gehe laufen. Oder Urlaub mit Kindern. Oder oder einen habe ich noch. Scheiße, ich muss pissen. Auf jeden Fall liege ich dann immer im Hotelzimmer und da bestelle ich mir oft noch Essen beim Room Service. Beim Room Service bestelle ich mir oft noch Essen in meinen Room. Ich bestelle mir immer das Gleiche, immer Mettbrötchen, Zigeunerschnitzel, nee, sagt man nicht mehr, Sinti- und Roma-Schnitzel. Und zum Nachtisch eine Pferdelasagne. Und dann esse ich alles auf einmal auf und dann kann ich erst recht nicht mehr schlafen. Und dann liege ich immer da mit vollem Magen. Und dann denke ich ganz oft, jetzt wäre ich gerne Lehrer. Lehrer war mit 2 E, habt ihr aber gemerkt, ne? Gut, ne? Man weiß ja gar nicht, wie es geschrieben wird, wenn man es nur hört. Ich wusste gar nicht, wie ich das sprechen soll. Lehrer, weil man hört ja gar nicht, wie ich es schreiben würde, wenn ich es nicht sprechen würde. Darum. Erst hatte ich überlegt, ob ich ganz schnell 2 E hochhalte, wenn ich Lehrer sage. Ich bin ja nicht komplett bescheuert, ne? Nein, Lehrer war mit 2 E, ihr habt sofort gemerkt, wirklich toll, vor 5 Wochen in Gelsenkirchen hat darüber gar keiner gelacht. Weil da waren wir gar nicht. Ja, der Beruf ist natürlich nicht alles für mich. Wer das letzte Programm bereits gesehen hat, der weiß, dass es für mich neben dem wunderbaren Tourleben immer auch noch das nicht minder wunderbare Familienleben gibt. In der Familie hat sich bei uns zahlenmäßig etwas geändert. Diesem Sohn, Hein Mück, der jetzt seit 4,5 Jahren durch unsere Butze stolpert, diesem Sohn haben wir vor einiger Zeit ganz bewusst, wie ich hörte, ein gegengeschlechtliches Modell an die Seite gelegt, um das er sich wie erwartet kümmert. Hein Mück spricht sein Schwesterchen ausschließlich mit einem finnisch anmutenden Doppelnamen an. Und zwar nennt er sie ausschließlich Lass das. Ich finde es auf jeden Fall sehr schön, dass wir jetzt zwei Beiner bewachen dürfen. Kinder sind was Wunderbares, Kinder sind was Wunderbares, Kinder sind was Wunderbares.
Das muss man sich einfach nur immer wieder. Nein, ich meine das wirklich so, Kinder sind eine große Bereicherung, gerade auch für die eigene Freizeit. Und die Kinder nehmen mir aber auch viele Sorgen, das muss ich wirklich sagen. Die Kinder nehmen mir viele Sorgen. Wie oft sorge ich mich am Sonntagmorgen und denke, boah, hoffentlich muss ich jetzt nicht in aller Ruhe frühstücken. Und diese Sorge nimmt mir das Kind. Und zwei noch viel mehr. Ich habe jetzt am Schluss ein kleines Tagebuch vorbereitet, das mal beschreiben soll, wie der Tourrhythmus und der Familienrhythmus geschmeidig ineinander übergehen. Es geht hierbei um einen Abend, bei dem ich nach der Show nach Hause fahre und im Gästezimmer übernachte. Ja. Das reicht für manche schon. Das Tagebuch beschreibt ein bisschen den Spagat zwischen Tour und Tortur. Und es beginnt kurz nach der Show und da beginne ich auch. 22.40 Uhr, es ist kurz nach der Show. Ich freue mich, ich freue mich, ich freue mich. Endlich Feierabend. Gehe erschöpft ins Team-Catering. Der Techniker versichert mir, dass er nur deswegen, weil sie wirklich nicht mehr lecker aussahen, er alle Wurstbrötchen aufgegessen hat. Ich schaue ihn von oben bis unten an und sage, dass er lieber mal mehr Gewicht aufs Abnehmen legen sollte. Sonst könne er bald als Sitzsack anfangen. Er sagt, wenn ich nur eine Anspielung auf seine Figur mache, dann wird er mir bei der nächsten Show einfach den Ton abdrehen. 0 Uhr, bin zu Hause angekommen, setze als erstes nun was auf. Setze als erstes Nudelwasser auf, weil ich so einen Hunger habe, schleiche mich dann lautlos ins Gästezimmer, ziehe die Hose aus und werfe sie in die Ecke. Dabei schlägt die Gürtelschnalle mit einem lauten Knall auf den Holzfußboden, scheint aber keiner bemerkt zu haben. 0 Uhr 2, liege mit der heulenden Lasters in ihrem Gitterbettchen. Und versuche meiner völlig verschlafenen Freundin zu erklären, dass im Gästezimmer niemand geschossen hat. Da kommt plötzlich Hein Mück reingeschlurft und sagt, dass er ein Gewitter gehört hat und dass er deswegen jetzt Kuchen möchte. Ich überlege kurz, ihm diesen Gedanken aus dem Kopf zu schlagen. Sage dann aber im Hinblick auf das Gewitter, Eichen musst du weichen, Kuchen musst du suchen. Daraufhin lache ich mich selber so kaputt, dass auch er anfängt zu heulen. Irgendwann sehr viel später. Die Frau mit dem Elektroauto kommt auf mich zu und fragt, ob ich mit ihr nach Mallorca fliege. Aber gerne, sage ich, und steige in den Flieger. Dort schlafe ich bald ein, sie streichelt mir noch den Nacken. Nach einiger Zeit versucht sie, meine Augenlider mit ihren Fingern gewaltsam wieder zu öffnen. Bin etwas irritiert. Anschließend steckt sie mir einen Finger in die Nase und dann einen ins Ohr, als sie mit ihrem Fingernagel an meinem Trommelfell kratzt
schreie ich, lass das! Und werde wach. Die Frau mit dem Elektroauto sitzt auf mir und sieht aus wie lass das. Kurze Zeit später kommt meine Freundin rein und fragt, ob ich es lustig finde, sehr spät abends und sehr früh morgens alle zu wecken. Ich sage, Dann will sie wissen, wer in der Küche kocht. Ich sage, ja, du bestimmt nicht. Jetzt kommt Hein Mück wieder reingeschlurft und fragt, ob ich der Mann war, der heute Nacht vor seinem Fenster an der Dachrinne gebaumelt hat. Nein, sage ich, heute hatte ich einen anderen Traum, du Furzknoten. Uhr. Meine Freundin fragt mich, ob ich heute an meinem freien Tag den Kindergeburtstag mal alleine stemmen möchte. Auf gar keinen Fall! Sage ich ganz ruhig. Du hast auch frei und außerdem. 14.05 Uhr. Wünsche meiner Freundin einen schönen Nachmittag im Thermalbad. Viel Spaß, sage ich. Versuch es zu genießen ohne schlechtes Gewissen. Versuch's einfach. 15.30 Uhr. Sechs Kinder sind jetzt da. Hein Mück fragt, ob sie was gucken können. Ich sage, ja klar, ihr könnt jetzt alle mal aus dem Fenster gucken. Und lache mich wieder total kaputt. Daraufhin weinen alle Kinder. 16.30 Uhr, die Stimmung ist wieder besser. Alle spielen im Sandkasten. Hein Mück sagt, sie hätten Würstchen gekocht. Ich betrachte die Würstchen, stecke daraufhin meine Hand in mein dünnes Plastiktütchen und hole aus dem Sand die Würstchen von Hektopascal. 17.30 Uhr, die Kinder wollen wieder rein und klopfen von außen an die Scheibe der Terrassentür. Ich schüttel apathisch den Kopf und mache... ...18 Uhr, der Vater von Marvin will Marvin abholen. Ich sage, so ein Zufall, ich habe einen da, der Marvin heißt. 18.30 Uhr. Um nicht so viel wegzuschütten, trinke ich nach jedem Kindergeburtstag alle angeseiberten und vollgelüllerten Tassen und Gläser auf Ex aus. Darauf bin ich sehr stolz. Weil das aber auch sehr eklig ist, habe ich mir angewöhnt, nach jedem Glas ein winziges Schlückchen Uso hinterher zu kippen. So geht's, komme sehr gut voran. 19 Uhr, meine Freundin kommt wieder. Ich will locker und souverän wirken und sage, ich trinke Uso, was machst du so? Uhr, kurz vor der Einschlafgeschichte stopft sich Hein Mück noch schnell 4 Schokoschaumwaffelhappen hinter die Kiemen und übergibt sich dann in das Bett seiner Schwester, die sofort darin rummatscht. 10 Minuten später erzählt mir Hein Mück, dass alle Jungs, nachdem sie Lasters die Kaffeebohnen ins Ohr geschoben hatten und ich damit beschäftigt war, sie wieder herauszuprokeln, dass zu der Zeit alle Jungs in ihre Becher gepinkelt haben. Daraufhin übergebe ich mich. Aber in sein Bett.
Sehr, sehr, sehr viel später. Ich hänge nackt an einer Stange. Unter mir ein Kessel brodelndes Zitrusöl. Die Frau mit dem Elektroauto steht vor mir und verbindet Stromkabel mit meinen Brustwarzen. Hinter ihr steht ein Pole mit einem Löwen und kämmt sich das frisch gewichste Haar mit einem Käsehobel. Hui, 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 denke ich. Hier kommt aber einiges zusammen. Jetzt kommt meine Freundin mit einer Flasche Uso rein und sagt, ich glaube, die haben mir Heroin gespritzt. Das bleibt nicht ohne Folge. Von der Seite taucht Tarzan auf und sagt, dafür knall ich dir eine. Als es nicht mehr schöner werden kann, kommt plötzlich Roberto Blanco vorbei und sagt, es hätte ihn gerade aus der Weltraumkapsel gehauen. Am Schluss fragen mich alle, gibst du endlich auf, du Eumel? Ich schaue in die Runde und sage, nee. Dankeschön, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Na gut. Nein, das ist überhaupt kein Problem. Ich habe total Bock. Oft kommen Leute nach der Show zu mir und sagen, Herr König, wie sieht's aus? Und dann denke ich immer, es geht dich einen Scheiß an. Aber ja, was will man machen? Ich habe jetzt noch ein kleines Lied vorbereitet. Es ist ein Lied für alle fleischessenden Menschen hier im Marientor-Theater. Ich selber bin ein fleischessender Mensch. Ich esse sehr gerne Fleisch, meine Freundin gar nicht. Meine Freundin mag es nicht, sie mag es auch bei mir überhaupt nicht, wenn ich abends im Badezimmer mit der Zahnseide die Fleischreste des Tages an den Spiegel flitsche. Das mag sie nicht. Finde ich sehr schade. Ich mache es total gerne. Neulich habe ich versucht, ein Herz zu flitschen. Aber ich hatte nicht genug Material. Dich kriege ich auch noch, Mäuschen. Du bleibst nach der Show mal sitzen, dann erkläre ich dir das nochmal. Ich habe jetzt also dieses Lied, es ist ein Lied für alle, es geht in diesem Lied ganz konkret um Tiertransporte auf der Autobahn und es geht darum, was wir fleischessende Menschen beim Anblick von Tiertransporten denken könnten. Oder vielleicht sogar müssten. Das Lied heißt Auf der Autobahn, es hat 3 Strophen. Ich beginne traditionell mit der ersten Strophe. Hat sich über die Jahre bewährt. Und ich muss mich kurz konzentrieren. Auf der Autobahn, 3 Strophen. Los geht's. Immer wenn ich mein Auto neben einen Schweinetransporter lenke, schau ich mir die Schweine kurz an
und denke. Lecker, 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 da fährt mein Steak, da ist meine Leberwurst auf ihrem Weg zu meinem Metzger, dem ich vertrau. Lecker, lecker, lecker und danke, du Sau. Immer wenn ich mein Auto neben einen Rindertransporter lenke, schaue ich mir die Rinder kurz an und denke, lecker, 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 ich freue mich jetzt schon drauf, da fährt meine Rindsroulade, die ich morgen kauf. Und dazu gibt's Gulasch, genau nach meinem Geschmack. Rouladengulasch und zum Nachtisch Rinderhack. Immer wenn ich mein Auto neben einen Rennpferdetransporter lenke, schau ich mir die Rennpferde an und denke, das darf ja wohl nicht wahr sein, was ne Quälerei. Pferde auf die Rennbahn schicken und nicht zur Metzgerei. Dabei weiß doch jeder, man hat den schönsten Durst nach einer feurigen Pferdewurst. Dankeschön, vielen Dank. Was soll das, Leute, ehrlich? Habt ihr kein Zuhause oder was? Finde ich jetzt echt ein bisschen asozial. Entschuldigung, nein, nein. Also wenn das so ist, ich meine, was soll man jetzt, also von mir aus war es das, ne? Vielleicht, ja, keine Ahnung. Ach so, ich habe noch einen Tipp für den Nachhauseweg. Der Nachhauseweg ist oft trostlos, einsam, dunkel, traurig und kalt. Ja, für dich nicht, aber für alle anderen. Und ich habe einen Tipp, wie wir alle unseren Nachhauseweg ein bisschen interessanter gestalten können. Meine Idee ist, wir gehen gleich alle hier raus, gehen vorne ins Foyer, suchen uns dort einen Regenschirm oder etwas Ähnliches. Und dann gehen wir aus diesem Theater raus auf die Straße und knüppeln alles nieder, was uns in die Quere kommt. Es ist nur eine Idee, ihr müsst das selber wissen. Ich möchte vielleicht kurz noch was zu dem Lied sagen, dieses Lied über die Tiertransporte. Dieses Lied ist ja, ja, wenn man das zum ersten Mal hört, dann ist es ja so, man denkt direkt, boah, Knaller. Es ist aber so, ich habe wegen dieses Liedes großen Ärger bekommen, und zwar fast nur von Menschen, um die es in dem Lied nicht geht. Und zwar von Vegetariern, ja. Nach der Fernsehausstrahlung dieses Liedes gab es auf meiner Facebook-Seite einen Shitstorm. Shitstorm ist Englisch und heißt Sturm. Ja, und das war nicht besonders schön, es war nicht lustig, es gab dort über 1000 Einträge, es gab viele Beschimpfungen, Anfeindungen, Androhungen, es war insgesamt wirklich eine sehr, sehr aggressive
Stimmung in allen dieser Einträge. Ich habe mir die alle durchgelesen und habe mich nachher gefragt, was denn wohl wirklich dahinter steckt, auch gerade hinter dieser Aggressivität. Und dann habe ich gedacht, ja gut, wahrscheinlich ist es einfach nur der Eisenmangel. Das ist natürlich ein total blödes Vorurteil. Aber es stimmt einfach. Vegetarier, also ich glaube, Eisenmangel macht aggressiv. Anders kann ich mir das nicht erklären. Vegetarier essen irgendwo auch ein Stück weit zu wenig Fleisch. In Pferdefleisch zum Beispiel ist sehr viel Eisen, aber nur, wenn man die Hufeisen mit isst. Aber ich will da jetzt auch nicht weiter drauf rumreiten. Auf jeden Fall hat sich dieser Sturm der Entrüstung relativ schnell wieder gelegt. Man kennt das, es gibt bald gar keine Einträge mehr. Dann habe ich noch einmal Post bekommen, und zwar von Peter. Ich dachte zuerst, Peter, ich kenne keinen Peter. Dann habe ich gelesen, wie es geschrieben wird, Peter, P-E-T-A. In Großbuchstaben. PETA, Peter. Peter ist die weltgrößte Tierrechtsorganisation von auf in ganz NRW, die sich wirklich weltweit für Tiere gerade hier in NRW einsetzen. Und die haben einen zweiseitigen Brief geschrieben. Haben geschrieben, dass sie von dem Lied gehört haben über die Tiertransporte, dass sie sehr, sehr viele Protestschreiben bekommen hätten von Vegetariern und Tierschützern, dass sie es sehr, sehr traurig finden, dass ich mich über Tiere lustig mache, die bald geschlachtet werden. Und dann haben sie ganz am Schluss gefragt, ob ich eigentlich nicht weiß, wie schlecht es diesen Tieren in den Tiertransportern geht. Und dann habe ich ihnen zurückgeschrieben, eine E-Mail, und habe geschrieben, nein, das wusste ich nicht. Ich dachte immer, die sind auf Klassenfahrt. So, und dann habe ich richtig Ärger bekommen, denn ich hatte die Smileys vergessen. Haben die nicht verstanden? Keine Smileys, kein Humor, kein Eisen, die sind richtig sauer geworden. Dann habe ich ihn nochmal zurückgeschrieben. Habe ich geschrieben, wie ich das meine mit dem Lied und dass ich doch moralisch auf ihrer Seite bin. Dass es mir doch gerade mit diesem Lied darum geht, die Verbindung zwischen Kuh und Wurst wiederherzustellen, damit es uns schwerer fällt, so viel Fleisch zu essen. Und am Schluss, ich konnte es mir nicht verkneifen, habe ich dann drunter geschrieben, mit eisenhaltigen Grüßen. Ja, und jetzt sind die wieder dran. Ne? Apropos übermäßiger Fleischkonsum. Ich stand neulich alleine in der Küche und habe gekocht. Und dann habe ich mich irgendwann gefragt, ob ich mir diesen nervigen Wellensittich jetzt nicht mal einfach packe und mit in die Roulade einrolle. Und dann habe ich erst gesehen, wir haben gar keinen Wellensittich. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja, ja, weil dieses Bild war da. Wie ich den Käfig öffne. Wie er sich freut. Wie ich ihn mir packe. Wie ich ihn in den Senf drücke. Wie ich ihn mit der Kuh ummantele, wie er sich wehrt und wie ich ihn dann fixieren muss. Mit der Rouladennadel. Aber wir hatten ja keinen da. Das Einzige, was wir da hatten, war eine Stubenfliege.
Und da habe ich gedacht, okay, Johann, fängst du mal klein an. Dann habe ich versucht, diese Stubenfliege allein Kraft meiner Gedanken zur freiwilligen Landung in der offenen Roulade zu zwingen. Aber so viel Kraft hatte ich nicht. Und ich wollte gerade weiterkochen, plötzlich landete die Fliege freiwillig genau neben der offenen Roulade. Und da habe ich gedacht, ja, die will es doch gar nicht anders. Die will es doch jetzt besorgt bekommen. Dann habe ich die gefangen, die Fliege, mit der Hand habe ich die gefangen und habe überlegt, was ich mit ihr mache. Ich wollte erst mal ein bisschen kennenlernen, ein bisschen auch an mich binden. Und dann habe ich einen dünnen Bindfaden genommen, habe um die Hinterbeine der Fliege geknotet und dann habe ich die am Bindfaden erstmal hochfliegen lassen. Und dann flog die hoch und hatte ich eine Fliege am Bindfaden. Das war aber lustig, da bin ich durch die Küche gelaufen mit der Fliege am Bindfaden. Also das war wie ein lebendiger Drache, kann man sagen. Irgendwann habe ich Bindfaden losgelassen, ich wusste immer, wo die Fliege ist, weil der Bindfaden flog immer durch die Küche. Ich wusste immer, die konnte mir nicht entkommen. Dann habe ich gedacht, okay, sie braucht noch ein Spruchband an den Bindfaden. Wie bei Flugzeugen. Da habe ich ganz lang Zettel genommen, habe ich draufgeschrieben, hier Flugverbotszone. Da flog die mit dem Zettel, hier Flugverbotszone, durch die Küche. Da habe ich zu ihr gesagt, bist du ein bescheuert, Fliege? Da steht Flugverbotszone und du fliegst selber rum. Du bist ja krank, Fliege. Du bist ja geisteskrank. Du gehörst in die Klapse, du Opfer. In dem Moment habe ich gemerkt, dass meine Freundin im Türrahmen steht. Da habe ich zu ihr gesagt, was? Was hältst du von einem Wellensittich? Vielen Dank, vielen herzlichen Dank. Ich bedanke mich bei Michael Stöbinger, der Technik, bei Marienschau-Theater und bei euch. Dankeschön.